Hallo, wunderschönen guten Tag. Ich bin wieder da, ich bin noch am Leben. Und zwar bin ich jetzt gerade in Thailand. Oh, es ist viel, viel, viel passiert seit dem letzten Video. Das letzte Video, das war ja noch in Tamil Nadu. Und ich erzähle euch kurz, was ich dazwischen alles gemacht habe. Und dann erzähle ich euch über Thailand. Aber ich zeige euch einmal diesen wunderschönen Blick hier. Ich bin gerade am Balkon von meinem Zimmer, wo ich schlafe und wohne und lebe in Thailand. Auf jeden Fall nach Tamil Nadu bin ich sind wir nach Chennai gefahren mit dem Motorrad noch. Und von da musste ich einmal rausfliegen aus Indien. Dann war ich in Malaysia, in Kuala Lumpur. Und in Kuala Lumpur, oh Gott, ich war sowas von geschockt. Also die Hochhäuser und du kommst raus. Es war ja in Auroville in der Hütte, in der wunderschönen. Und bin rausgekommen und war dann in Kuala Lumpur, wo die ganzen Hochhäuser sind. Und also es war ganz schrecklich. Ich habe in Kuala Lumpur einen Tempel angeguckt und war nur das Wochenende dort. Bin dann wieder zurück nach Indien. Und dann haben wir in Chennai, weil es da inzwischen 40 Grad geworden ist, haben wir das Motorrad eingepackt, haben es in den Zug gepackt, sind selber auch im Zug gefahren, sind nach Delhi gefahren und von Delhi mit dem Motorrad wieder weiter nach Rishikesh, waren dann in Rishikesh und mein Visum ist abgelaufen. Das heißt, wir hatten ein Homestay, es war ein bisschen schwierig in Rishikesh ein Homestay zu finden diesmal, weil es ausgebucht war, weil es ziemlich voll war. Und dann hatten wir endlich eins mit Küche. Vorher haben wir zusammen gewohnt mit ein paar anderen in einer Wohnung, einer Mini-Wohnung, mussten wohnen. Da haben wir im Wohnzimmer geschlafen, also mit Freunden. Und es war aber herausfordernd. Um ins Bad zu gehen, mussten wir durch das Schlafzimmer von denen laufen, keine Privatsphäre. Also nicht das, was ich gerne mag und was ich will. Und dann hatten wir endlich das Homestay. Dann ist mein Visum abgelaufen und dann hat er uns aus dem Homestay rausgeworfen, weil der natürlich nur Menschen mit gültigem Visum in seinem Homestay haben darf. Und dann sind wir ins Osho Ashram gegangen, weil das Osho Ashram ist erstmal ist es schön und zweitens mal haben die mich auch ohne Visum genommen oder uns auch genommen, wenn ich kein Visum habe. Und dann, ja, dann haben wir geguckt mit der Visumsverlängerung und dass mein Partner das Visum für das Schengen-Visum kriegt. Das hat in Delhi nicht geklappt. Da mussten wir nach Delhi und der musste den Pass abgeben, eine Woche lang zur Bearbeitungszeit. Und dann sind wir in der Zwischenzeit sind wir wieder runtergefahren nach Kerala, weil es so heiß geworden ist in Rishikesh. Da konnte es kaum mehr den Berg hochlaufen. Es waren über 40 Grad. Am Anfang war es noch kalt in Rishikesh, aber dann war es so heiß. Also Wahnsinn. Und dann haben wir gesagt, okay, gehen wir nach Kerala runter. Da haben wir zumindest das Meer, waren wieder in Kovalam am Strand und es war wunderschön. Und dann bin ich erstmal alleine nach Deutschland geflogen zu meiner Familie. Und er ist wieder hoch nach Delhi, um sein Visum abzuholen, seinen Pass abzuholen. Und er hat das Visum nicht gekriegt, weil die nämlich Angst hatten, dass er nicht zurück will, dass er dann in Deutschland bleiben will. Aber man muss einfach dazu sagen, nein, natürlich will er nicht in Deutschland bleiben. Wir wollten natürlich wieder zurück nach Indien. Auf jeden Fall war ich dann alleine in Deutschland, habe meinen neuen Pass meinen neuen Pass beantragt und musste da 3 Wochen warten. Habe meine Familie besucht, war schön, meine Eltern zu sehen, meine Tochter zu sehen natürlich. Die hat mich am Flughafen abgeholt, also das war ganz toll. Aber so ist Deutschland, nee, herausfordernd für mich. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es jetzt ganz einfach so. Wir treffen uns irgendwo, wo wir beide ein Visum kriegen können. Und machen da noch mal ein bisschen Urlaub und dann
gehen wir nach Kerala und gucken da nach einem Zuhause, wo wir dann sein können für ein halbes Jahr. Ja, ich habe nämlich ein Jahresvisum für Indien und kann jetzt ein Jahr lang in Indien bleiben. Und dann haben wir geguckt, okay, wo können wir denn beide hin? Wo ist kein Krieg? Wo ist es gerade gut? Und dann kam raus, ja, überall Monsun in Asien. Asien ist das beste Land, wo kein Krieg ist. Aber überall Monsun, überall Regen, wird mir ja. Dann gehen wir halt nach Thailand. Wir haben Thailand vorher immer ausgeschlossen, weil wir gesagt haben, naja, Thailand, jeder hat so seine Vorurteile gehabt mit Sextourismus und überhaupt. Wir sind nach Thailand, sind nach Bangkok. Wir wollten einen ganz ruhigen Urlaub machen mal. Und also so wirklich mal Urlaub und arbeiten und sind dann erstmal in Bangkok angekommen, waren in Bangkok und ja, Bangkok ist groß, es ist eine Stadt. Ich stehe nicht so auf Städte. Wir haben gutes Streetfood gefunden. Wir sind mit dem Schiff gefahren auf den Kanälen zwischendurch und waren in Chinatown. Wobei, das ist Chinatown, wir haben schöne Ecken gefunden. Das ist anders als in London, anders als in Kuala Lumpur in Malaysia, weil da war ich auch in Chinatown. Aber, ja, da waren wir. Und dann sind wir gefahren, hat mir eine Freundin empfohlen, nach Koh Chang auf eine Insel. Und gesagt, ja, das ist sehr schön. Der Wetterbericht war gut für Koh Chang. Kein Regen, kein Monsun, weil es inzwischen natürlich in Thailand auch viel geregnet hat. Und dann sind wir nach Koh Chang, sind in das Hotel, was sie uns empfohlen hat, mit Hütten am Strand. Wir sagen, oh ja, Hütten am Strand klingt ganz fantastisch. Sind angekommen und es gibt nichts in dem, das war am anderen Ende von der Insel, letzter Stopp auf der Insel. Und ja, nee, wir waren die einzigen Gäste, außer uns haben wir dann noch zwei, drei Leute getroffen. Zum Essen gab es ein geöffnetes Restaurant und war auch gar nicht mal so gut. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen hier weg. War zwar sehr schön mit Bäumen am Strand und Hängematten, also sowas sehr schön, aber nee, nicht ohne Essen. Nicht ganz ohne Menschen. Okay, dann haben wir geguckt im Internet, haben uns ein anderes Hotel ausgesucht, Bangku, also heißt auch der Ort, und Bangku Hotel, na gut, dann fahren wir dahin, haben uns angeschaut, das Hotel, da bin ich jetzt auch gerade, schönes Hotel mit Frühstück, Frühstück gibt es auch, im anderen gab es kein Frühstück, Straße mit Restaurants, macht einen guten Eindruck, war schön und dann haben wir verlängert und haben gesagt, okay, wir bleiben einfach die, oh Gott, wie lange waren wir jetzt dann hier? 2 Wochen, glaube ich. Bleiben wir einfach die 2 Wochen hier, 1 Woche, ist ja egal, sowas, 2 Wochen, glaube ich, sind am Freitag. Und wir bleiben einfach hier in dem Hotel, arbeiten, gehen ins Meer, baden. Hat sich aber herausgestellt, dass wir auch fast keine Leute sind. Also ihr seht, hinter mir ist es auch leer. Ich zeige euch dann auch nochmal den Strand. Und also der Strand ist wunderschön mit Sonnenuntergang und mit Schaukel in den Bäumen. Und also gerade ist das Meer recht hoch und geht direkt bis hinter mich. Wenn ich hier über den Zaun drüber kletter, kann ich direkt rausgehen und kann im Meer baden. Das Meer ist total schön, das Wasser ist weich, das heißt, wenn ich eine Welle trifft, die sehen stark aus, aber viele Wellen treffen dich und die schmeißen dich nicht um. Das ist ganz sanft, ganz weich, das Wasser. Also das ist wirklich schön und angenehm. Und dann sind aber Wellen dabei, die schmeißen dich wirklich um. Das ist anstrengend, das Wasser reinzugehen. Auf alle Fälle hat sie natürlich dann auch geregnet und dann hat mein Partner sich einen Roller gemietet. Ich habe festgestellt, nee, gerade ist gesundheitlich für mich Rollerfahren einfach nicht so gut.
und bin da geblieben, habe gearbeitet, hat mir Spaß gemacht. Ich kann mich gerne einrichten, ich arbeite gerne, ich liebe meine Arbeit, ich liebe, was ich mache. Channeln, Coachings, ja, ihr kennt mich ja, ihr wisst ja, was ich mache und was ich anbiete, spirituelle Arbeit und Homepage bearbeitet. Lauter Sachen gemacht, die liegen geblieben sind. Er ist in die Insel gefahren, hat geguckt und gesagt, da ist nichts auf dieser Insel. Zum Essen haben wir ein Restaurant gefunden, direkt gegenüber, müssen wir über die Straße gehen. Da ist das Essen ganz gut. Wir haben allerdings ein Gericht, was man essen kann. Und der Rest ist so, naja, eher nicht so prickelnd. Die anderen Restaurants sind überteuert. Wir haben ein Streetfood-Restaurant ausprobiert und es war eklig. Ansonsten ist hier nichts. Wenn du läufst in die eine Richtung, sind lauter Geschäfte, in die andere Richtung sind lauter Geschäfte und dann kommt eine Bar. Und, oder viele Bar, kleine Bars nebeneinander. Und dann in unserem Hotel haben wir natürlich sitzen die dicken, fetten deutschen Männer mit Thai-Mädels. Da haben wir schon gedacht, na super, haben sie sich Thai-Mädels gekauft. Und dann irgendwann abends sind wir dann rausgegangen, sind rübergegangen zu der Bar abends, haben mal geguckt, okay, vielleicht gibt es da auch was zum Essen. Es gab was zum Essen. Das war jetzt auch nicht so prickelnd. Und als wir reingelaufen sind, hat der Rahmen dann gesagt, oh mein Gott, sie sind aber alle freundlich. Du hast natürlich nur Frauen gehabt, nur Thai-Mädels. Und ich habe mir schon gedacht, naja, ich weiß schon, warum die alle nur so super freundlich sind. Und dann haben wir da gegessen und dann gesagt, ach, gehen wir doch in die andere Bar. Die waren besonders freundlich, sind dann in die Bar gegangen. Ich habe einen Saft und ein Wasser getrunken und er hat zwei kleine Bier getrunken. Und dann haben wir getanzt, also waren die einzigen Gäste da, haben wir getanzt und haben das Beste draus gemacht, wie immer. Und Billard gespielt, katastrophal. Wir sind beide so, so schlecht, aber wir haben super Spaß gehabt. Und dann, als wir fertig waren, wieder auf den Platz hingesetzt haben, kam so eine alte Frau an, die schon die ganze Zeit immer Komplimente gemacht hat, so, ach ja, ich tanze ja so toll und ich bin ja so schön und tralalala. Und kam an mit einem Glas, mit Saft und sagt, ja, sie hat hier ihren, sie hat sich einen Saft mit Wodka geholt und zum Bezahlen hast du so ein Becherchen am Tisch und dann schreiben die kleinen Rechnungen, Zettel und stecken die das dann rein. Und kommt an mit dem Zettel und steckt den Zettel bei uns rein. Und ich habe gesagt, nee, echt nicht. Und der Rahul hat es nicht gleich kapiert. Und dann, als wir dann gezahlt haben, weil ich dann sauer war, habe ich gesagt, nee, wir gehen jetzt, also nee, mag ich nicht. Und dann war die Rechnung natürlich super hoch. Also das Bier war teurer als überall anders. Aber ist ja klar, wenn das in so einem Puffbar ist. Und dann habe ich dann gesagt, naja, ich zahle, wir zahlen nicht das Getränk von der Frau. Da habe ich ihr aber auch gleich gesagt. Und dann habe ich das Geld gegeben, was es kostet, ohne ihr Getränk. Und dann kam die Chefin an, ja, nee, und das ist zu wenig Geld. Und ich sagte, ja, ich habe mit keinem Wort erwähnt, dass ich diese Frau einlade. Das zahle ich nicht, das sehe ich überhaupt nicht ein. Und dann, ja, na gut, geh. Und du hast auf jeden Fall, sind alle Klischees bestätigt. Diese ganze Insel ist, du hast ein paar, also jetzt sind ein paar Familien angekommen. Das ist ganz außergewöhnlich und schön zu sehen, wenn du mal einen weißen Mann mit einer weißen Frau hast oder Pärchen, die zusammenpassen. Natürlich, die passen auch nicht zusammen, aber es ist ja keiner gekauft von uns. Aber ansonsten hast du wirklich die dicken alten Männer, die mit irgendwelchen Thai-Mädels, die sich die Frauen kaufen, jeden Morgen mit einer anderen beim Frühstück sitzen und ja, voll Klischee einfach. Ja, und morgen fahren wir zurück nach Bangkok und am Freitag fliegen wir zurück nach Kerala und ich freue mich schon riesig zurück nach Indien und ich bin gespannt, wie es ist. Ich bin gespannt, wie es dann ist, wenn wir nach einem Platz gucken, wenn wir nach einem Haus gucken, wenn wir dann mal irgendwo fest sind
Also ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und ich mache auch wieder mehr Videos, damit ihr nicht Ewigkeiten warten müsst. So. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ich wünsche euch eine wunderschöne Sommersonnenwende, die am Freitag ist und der Vollmond, wo wir nach Kerala fahren. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.